Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nerd von Medizin. Hi Philipp. Hi Martin. Was machen wir heute? Wir werden unsere Beziehung festigen. Wir haben jetzt schon über 50 Videos und ich dachte, es ist jetzt einfach an der Zeit, mal was ganz, ganz Besonderes zu machen. Ich wollte was Schönes mit dir kochen. Und da habe ich was gekauft. Ne? Ich komme vor heute Morgen noch beim Metzger nach meinem Notarztdienst. Da habe ich hier so ein schönes Radstück gekauft. Ne? Mit Rippen, mit Haut, mit allem, was dabei ist. Ich glaube, da ist irgendwo auch noch so, also da schaut so ein Siegel. Also das wird ein köstliches Dinner und das wird uns, glaube ich, beide wieder noch mehr verbinden. Das wird uns zusammenbringen. Ja, das ist sehr schön. Oder wir benutzen es halt für ein Video. Ja. Machen wir was über Thoraxdrainage? Ja, na gut. Na gut. Thoraxdrainage. Notfallmäßige Thoraxdrainage. Philipp, wann machen wir die überhaupt? Ja. Die notfallmäßige Thoraxdrainage, die machen wir immer dann, wenn ein ausgedehnter Pneumothorax, also ein Spannungspneumothorax da ist oder ein drohender Spannungspneumothorax. Mhm. Dann, wenn ein Hämatothorax vorliegt, beim traumatischen Kreislaufstillstand, dann okay. Auf jeden Fall beidseitig den Thorax entlasten. Das ist ganz, ganz relevant und wird leider auch häufig vergessen oder unterlassen. Mhm. Und dann gibt es noch eine Indikation, die manchmal ein bisschen diskutiert wird, aber aus unserer Sicht, glaube ich, richtig ist. Das ist bei einem schweren Thoraxtrauma, wenn man den Patienten intubiert. Warum? Dann habe ich eine Überdruckbeatmung und dann kann sich sehr schnell ein bisher noch nicht spannender Pneumothorax zu einem Spannungspneumothorax entwickeln. Mhm. Und gerade dann, wenn der Patient später im Hubschrauber liegt, dann kommen wir nicht mehr so gut daran und dann ist es immer gut, wenn da schon eine Drainage dann drin liegt. Okay. Muss man sagen, ein paar Sachen, so Hämatothorax oder ein großer Pneumothorax, der aber noch nicht spannt, also der noch nicht hemodynamisch wirksam ist, den sieht man ja draußen auf der Straße häufig nicht so einfach, außer man hat jetzt einen Ultraschall, Notfallsonographie, wäre da in wenigen Sekunden, hätte man da die Diagnose. Auch da in der Notaufnahme, wenn ihr den Verdacht habt, bevor man da jetzt ewig lang ins Röntgen tuckert, vielleicht einmal schnell den Schallkopf draufhalten und hat man schon mal eine Idee, was die Ursache sein könnte. Auf jeden Fall. Genau, und jetzt gibt's ja immer Diskussionen um den Anlageort. Mhm. Da gibt es zwei Anlageorte, die da immer wieder auftauchen. Das ist einmal die Monaldi-Position, die Bülow-Position. Monaldi wäre nur mal so zur Wiederholung, Medioklavikularlinie, zweiter ECR. Bülow wäre so nach Lehrbuch mittlere Axillarlinie, manchmal vordere Axillarlinie, vierter bis fünfter ECR. Mhm. So, ich glaube, wie siehst du das? Was würdest du mal wählen? Ich bin ein Bülow-Fan. Also ich würde sowohl die Drainage als auch die Entlastung, ehrlich gesagt, dort machen. Entlastungspunktion, sag nochmal ganz kurz was dazu. Genau, gutes Stichwort. Denn wenn der Patient wirklich akut instabil ist und wir einen Pneumothorax oder einen Spannungspneumothorax vermuten, dann sollte man immer primär erstmal punktieren. Warum? Sagt auch die S3-Leitlinie Polytrauma. Mhm. Das ist selbst bei extrem Geübten einfach doch nochmal schneller. Und dann hat man das Ganze erstmal entlastet und das wird natürlich durch die Thoraxdrainage dann noch ergänzt. Aber da sollte man auf jeden Fall entlastungspunktieren. Entweder mit einer extra Thorax-Entlastungskanüle, das haben mittlerweile viele über so taktische Medizinsets und so weiter, die haben den Vorteil, dass die ein bisschen länger sind. Man weiß, dass gerade bei trainierten Leuten, gerade speziell in der, ja, zum Beispiel beim Philipp, also da sind ja mindestens 17 cm Muskel, dass man da häufig die Pleurahöhle nicht erreicht, ja, auch mit den orangen Pronylen. Also wenn ihr sowas habt, nehmt das. Anlageort könnt ihr euch aussuchen. Wie gesagt, ich persönlich bin eher ein Bühler-Positionsfan, auch für die Entlastung. Philipp, glaube ich, eher ein bisschen Monaldi oder wie auch immer. Wurscht oder die längste Pronyle. Gut, genau. Wir haben es entlastet. So. Philipp, und jetzt haben wir zwar so ein bisschen die Lehrbuchorte ausgewählt, aber wenn ich das jetzt beim Patienten finden will, ne, also die mittlere Axillarlinie, 4. bis 5. ECR, wie mache ich das? Da gibt es das Triangle of Safety und das haben wir euch, oder das habe ich dir mal bei meinem Oberkörper angezeichnet, in den Shownotes verlinkt. Jeder, der das Pacing-Video sieht, der weiß, dass ich nicht lüge. Wie wird das Triangle of Safety gebildet? Das ist einmal die Hinterkante vom Musculus pectoralis, dann ist das die Vorderkante vom Musculus latissimus und dann ist das als die Mamillarlinie, also die Mamillarhöhe, also Höhe der Brustwarze. Mhm. Jetzt weiß man, die Höhe der Brustwarze, die ist manchmal habituell ein bisschen wandernd, ja, guter Begriff. Was kann man da machen? Da nehmen wir die Patientenhand, tun ihm die unter die Achsel, danach mag sie etwas stinken. Und dann gucken wir die Unterkante von der Hand und das ist ungefähr die Mamillarlinie. Da kommt man bei mir ganz gut hin.
Das ist also ein ganz guter Trick. Und ich finde, das ist auch gerade, wenn man ungeübt ist, ganz gut, um sich nochmal zu orientieren. Wenn man ist eigentlich vom Gefühl her, hat man das Gefühl, es ist viel zu weit oben. Ja? Man hat das Gefühl, das ist irgendwie da mitten in der Achselhöhle und da jetzt der Drainage, aber der Thorax ist doch weiter unten. Denkt dran, es ist immer weiter oben und diese Hand wirklich bis zum Anschlag rein und schaut mal, wie weit oben das ist. Ja, das ist nicht irgendwo da unten und das wäre einfach ziemlich uncool, wenn man so eine Notfall-Thorax-Drainage in die Leber legt. Ja, oder stimmt. Wo auch immer. So, wie mache ich das Ganze jetzt? Und da muss man wieder sagen, da ist so ein bisschen die Not das Gebot. Das heißt, desto eiliger, desto weniger Desinfektion kann ich machen. Und Vorbereitung. Und Vorbereitung. Natürlich sollte man theoretisch möglichst steril arbeiten. Das heißt, alles abdecken mit einem Lochtuch, die Haut perfekt desinfizieren, sich selbst komplett steril machen. So sollte man das immer machen. Natürlich, wenn der Patient gerade vor uns kurz vorm Kreislaufstillstand steht, dann muss man da manchmal Abstriche machen. Und dann wähle ich ja meine beiden Rippen aus, zwischen denen ich durchgehen will. Und dann nehme ich die untere Rippe und mache auf denen einen Hautschnitt. Und den Hautschnitt, den mache ich im Notfall eher größer als kleiner. Also man sagt so zwischen 3 und 5 cm, 5 cm eigentlich, denke ich, mindestens. Ungeübte sollten eher einen größeren Hautschnitt machen, machen sie aber selten. Warum? Da hat mir der Sebastian, ein cooler Chirurg, mal einen Tipp gegeben. Der hat gesagt, weißt du, operieren, das macht man nicht in den Tiefen der Handtasche. Was hat er damit gemeint? Ein großer Hautschnitt, der sorgt dafür, dass ich auch in der Tiefe noch eine gute Sicht habe und ordentlich da arbeiten kann. Das heißt, desto kritischer, desto größer dann eher den Hautschnitt setzen. So, und dann taste ich mich nochmal durch und gucke, habe ich den Hautschnitt auch vernünftig gesetzt und dann will ich mich langsam stumpf vorpräparieren über die untere Rippe und dann in den Interkostalraum hinein. Und da muss man aufpassen, da ist unser Material, mit dem wir das präsentieren, nicht so gut geeignet. Am besten nimmt man eine Klemme, mit der man sich vorpräpariert. Man kann auch bei Patienten, die nicht so dicke Muskeln haben, oder wenn man selber einen besonders kräftigen Finger hat, dann kann man sich da mit dem Finger stumpf vorpräparieren. Man kann auch vorne stumpfe Schere nehmen, bitte eine stumpfe Schere vorne, um so den Finger ein bisschen zu unterstützen oder damit immer vorzugehen und dann gespreizt zurückzuziehen. Nie zumachen, ja. Weder Klemme noch Schere, wenn man reinfahrt und die aufmacht, nie zumachen, sondern die bleibt genauso und wird wieder rausgezogen. Genau, also nicht irgendwo in die Tiefe runterschnipseln, das ist natürlich Quatsch. Und dann guckt man irgendwann an die Pleura. Häufig beim stumpf runterpräparieren perforiert man sie schon, ne? Ja. Aber sonst würde man die dann eben durchstoßen. Und dann geht man mal mit dem Finger rein. Und da macht man die kleine Hafenrundfahrt. Damit meine ich, so ähnlich wie bei der digitalrektalen Untersuchung, man tastet einmal die Pleura ab. Und zwar die Pleura parietalis. Man will einfach wissen, gibt es da irgendwo vielleicht eine Lungenadhäsion? Gibt es da irgendwelche Verwachsungen, irgendwelche Strukturen, die ich wissen sollte? Und bin ich denn da überhaupt im Pleuraspalt? Auch da, je älter und kleiner die Menschen sind, desto schwieriger kommt man mit dem Finger überhaupt rein. Also ich finde, ich habe schon immer wieder, wo du maximal mit zwei Fingergliedern reinkommst, oder es ist schon manchmal wirklich schwierig, da durch die Zwischenrippenräume durchzukommen. Ja, ne? Oder bei so einem richtig trainierten Bodybuilder, ne, der hat einen mega Muskel überall, auch interkostal, und da denkt man manchmal, der Finger bleibt im Thorax drin. Immer blöd. Aber jetzt habe ich da schon die Lage kontrolliert und jetzt lasse ich den Finger da drin und jetzt gibt es verschiedene Techniken. Wir wollen euch mal eine präsentieren. Man kann die Thoraxdrainage vorne mit der Klemme, am besten mit der Kornzange, aufspannen und dann am Finger entlang in den Thorax hineinführen und dann mit dem Finger entweder nach oben, also nach apikal oder nach caudal führen, apikal eher bei Pneumothoraces, caudal eher bei Ergushematothorax, und dann schiebt man die Thoraxdrainage entsprechend vor. So. Man versucht es halt, ne? Ich finde, das ist oft schwierig. Also oft hat die Führung ist oft schwierig, ja. Das Vorschieben sollte man auf jeden Fall schaffen. Und dann mindestens so weit, dass alle Sauglöcher im Thorax verschwinden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr dann nur vorne 3 cm macht und ihr habt eine Thoraxdrainage, die vielleicht ganz hinten auch noch Sauglöcher hat, da gibt es ja verschiedene Modelle auch, dann ist das natürlich Quatsch, weil dann saugt die Luft an. So. Jetzt sind wir schon, haben wir schon die Drainage gelegt, der Thorax ist schon entlastet. Jetzt muss man das Ganze wieder annähen. Wie macht man das? Geht ganz schnell, man macht einfach Einzelkopfnähte, macht den Hautschnitt wieder so weit zu, bis man nur noch letztlich die Drainage sieht. Und dann empfiehlt man ja immer so die Tabaksbeutelnaht.
Das ist eine spezielle Nahtform, wo man einmal U-förmig quasi um die Drainage herum sticht und dann lässt man am Ende noch einen langen Faden und kann dann mit dem die Drainage auch nochmal ordentlich verknoten. Und den Vorteil, den man mit der Tagausbeutelnaht hat, ist, wenn man die Drainage dann ziehen will, macht man einfach den Faden, den man um die Thoraxdrainage rumgewickelt hat, schneidet man auf und zieht, kann den wieder zuziehen, und ne? zieht dann daran zu und dann ist das Drainageloch direkt verschlossen. Nachteil ist, macht häufig hässliche Wunden, die dann aussehen wie ein kleiner After. Gleichzeitig muss man auch sagen, das kommt auch wieder auf die Situation drauf an, ne? Wenn ich da jetzt einen Polytrauma auf der Straße habe, ja, der noch ganz andere Probleme hat, dann werde ich die nicht schön annehmen. Ja? Dann werde ich die vielleicht einfach nur super fest ankleben und gut drauf aufpassen. Ja. Ehrlich würde ich auf der Straße die wahrscheinlich gar nicht annehmen. Ja? Ja. Eine Notaufnahme, wenn man da Zeit hat oder genug Personal hat, ist was anderes. Das ist dann immer die Frage, wie dringlich das ist. Aber je schlechter sie angenäht ist, gleichzeitig müsst ihr natürlich umso besser aufpassen, dass die da auch drinnen bleibt, ne? Und nicht dann am Ende irgendwo im subkutanen Fett herum suppt. Da gibt es einen Dirty Trick zum suffizienten Ankleben. Man kann zum Beispiel einfach die, die Patches nehmen und die sind ja extrem klebend, ja, und klebt die einfach über das Loch drüber. Ganz wichtig ist aber, wenn man das Loch dann oder das, die Wunde dann abdeckt, sollte man das luftdicht machen, damit nicht zu viel Luft vorbeifistelt. In der Klinik nimmt man meistens Beta-Isodonna-Creme, weil das einfach so eine mega klebrige Creme ist, nehme ich an, und die ist dazu noch antiseptisch. Wichtig ist, das Loch vernünftig zukleben, weil manchmal, wenn man jetzt einen riesen Finger hat und da ein dickes Loch in den Thorax gemacht hat und das Loch größer bleibt als die Drainage, dann saugt man natürlich auch mehr Luft in den Thorax rein. Und dann schließt man einfach einen Bülow-Kasten an. Der Sog wird immer wieder ein bisschen diskutiert, ja. Und wenn man keinen Bülow-Kasten hat, dann schließt man einfach einen Beutel an. Was man nicht machen sollte, ist das Ganze einfach offen lassen, weil da können natürlich Keime entlang wandern und gerade präklinisch ist das blöd, wenn man den Patienten jetzt vielleicht noch über die Wiese zieht und dann findet man später Grashüpfer im Thorax. Ist immer schlecht. Ein Tipp von mir auch, was ist, wenn man draußen aus irgendeinem Grund zum Beispiel nur eine Drainage hat, der braucht beidseitig eine oder die fliegt irgendwie auf die Wiese oder was auch immer, ja, oder die ist plötzlich weg. Man kann auch sehr, sehr gut einen Tubus nehmen, ja, einen großen Tubus, einen 8er Tubus zum Beispiel, 8,5er sowas. Schiebt den rein und das Schicke dran ist, wenn man den dann blockt drinnen, ja, also das muss natürlich so weit rein, dass das drinnen zu blocken ist, dann hält die Blockung den Tubus auch da drinnen. Nachteil ist, der hat nur ganz am Anfang die Löcher, das heißt, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund verstopft, dann ist das Ding dicht. Aber Tubus als Notfall-Thorax-Drainage nicht elegant, aber eine ganz gute Möglichkeit, wenn man nichts anderes hat, mal was reinzubauen. Super Stichwort, Größe, da sagt man so zwischen 24 und 32 Charrière oder French. Und da spricht vieles dafür, auch beim Hämatothorax eher kleinere Drainagen zu nehmen. Das wird in der S3-Leitlinie übrigens ziemlich kontrovers diskutiert. Persönliche Meinung und auch die der S3-Leitlinie ist, bei Hämatothorax eher eine große zu nehmen, weil die Koagel sonst oft dann doch die Drainage verstopfen. Und Pneu eher klein, ne? Genau, Pneu eher klein. Genau, nur dass ihr mal gehört habt, das wird diskutiert und wie wir so damit vorgehen wollen. Okay, dann müssen wir nur noch darüber sprechen, was kann schief gehen und was gibt es für Kontraindikationen, oder? Na gut, kann überhaupt was schief gehen. Schief gehen kann immer was, aber Kontraindikationen gibt es im Notfall auf jeden Fall nicht. Natürlich interessiert uns irgendwo der Gerinnungsstatus des Patienten, ganz klar. Aber Martin, wie würdest du einen Patienten versorgen, der jetzt einen schweren Hämatothorax hat, vielleicht auch noch einen Spannungspneumothorax und der einen IRNR von 5 hat? Gibt es jetzt eine Drainage? Oder? Ja, klar. Ach so. Nee, natürlich. Nee. Ne? Ja. Ja. Und also Leben bevor Gerinnung. Da muss man halt die Gerinnung schnell korrigieren, aber es bringt nichts, wenn der Spannungspneumothorax stirbt und wir sagen dann, dafür hat die Wunde nicht geblutet. Das wäre das und ganz, ganz wichtig ist, und das hat der Martin ja schon gesagt, ist, man unterschätzt oft, wie hoch dann doch die Organe im Thorax stehen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man einfach hoch genug ansetzt, damit man keine Organperforation da erzeugt, keine Milz- oder keine Leberperforation und auf gar keinen Fall mit dem Trokar die Pleura penetrieren. Der Trokar, das ist ja dieser lange Metallstab, auf dem die Drainage manchmal aufgezogen ist, den Trokar nehmen manche vielleicht, um daran entlang die Drainage einzufädeln, aber mit dem Trokar, das ist kein Spieß, mit dem man dann da reinsticht, so wie man das früher vielleicht, haben das alte Chirurgen noch so gemacht, damit können furchtbar schlimme Verletzungen passieren, ihr könnt ins Herz, in die Aorta, in die Leber, in die Milz, überall reinstechen, was in die Lunge, was den Patienten dann umbringen kann, also tut euch das nicht an. Kein Trokar. So, ja. Stellungnahmen von unserer Seite, ich hoffe, ihr habt es verstanden, ich hoffe auch, dass das
Video für euch cool war, gebt uns doch mal ein Feedback, oder? Wieso? Fände ich total gut. In diesem Sinne, wollt ihr mehr so Procedure-Videos, mehr so Themen, wo wir Techniken erklären oder erzählen, wie man das macht oder uns Experten holen und uns das erzählen lassen, oder ist das gar nicht so interessant? Wir sind auf euer Feedback und eure Kommentare angewiesen. Immer gern Diskussionen, wie macht ihr das, was waren eure Probleme und so weiter und so fort. Teilen und liken, WhatsApp, Facebook und so weiter, Twitter. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.